Wie viele Flaschen Sonnenblumenöl hast du gefunden? Null. Null. Lieferung diese Woche nicht mehr. Anfang nächster Woche eventuell. Und überhaupt, der Kurt, du fragst jetzt in jedem Supermarkt, was es mit Sonnenblumenöl so auf sich hat. Dein Zwischenergebnis? Also in einem Laden, ich glaube von insgesamt 6 jetzt inzwischen, gab es die Ankündigung, wahrscheinlich diese Woche. Aber sicher sei es auch nicht. Und das gleiche gelte für Mehl. Mehl, gleiche Lage, kein Mehl weit und breit in Sicht. Also wer jetzt zu Hause Sonnenblumenöl hat, ne, der kann sich doch jetzt eigentlich in die Nähe eines Supermarktes begeben und so einen kleinen Stand aufmachen und für so eine Flasche 15 Euro verlangen. Ja, ne? Genau. Das ist die Chance, das gerottete Sonnenöl aus dem Keller loszuwerden, weil rings um uns zu kaufen Leute Sonnenblumenöl. Und wir haben euch ja noch eine Flasche Sonnenblumenöl aus Holland mitgebracht, ne? Ja, das ist die Rettung. Ne? Die habe ich jetzt schon in meinen Diesel Tank. Du hast überhaupt keinen Diesel, du fährst Benzin. Weil die Preise da ja auch sozusagen höher sind als beim Sonnenblumenöl. Aber ich meine, das ist schon eine akute Situation, denn heute steht ja in Köln in der Zeitung, dass die Brauerei Gaffel in ihren Brauhäusern keine Pommes mehr anbietet, weil wenn sie das machen würden, dann würden die Pommes irgendwie, was weiß ich, 7 € kosten oder so, ne? Und ich habe heute Morgen im Radio eine Reportage über eine wahrscheinlich auch junge Gastronomin gehört, die verbraucht am Tag 30 Liter Öl, ne? Also Frittieröl und so weiter. Und die kann das im Moment nicht an einer Stelle kaufen, weil es nirgendwo so viel Öl gibt. Die muss durch die halbe Stadt fahren und sich sozusagen in kleinen Mengen ihre 30 Liter zusammenkaufen. Aber ich meine, es ist trotzdem natürlich die Frage, ist das einfach diese bescheuerte Hysterie der Kunden, die jetzt einfach alle irgendwie wie blöd dieses Zeug kaufen, oder gibt es tatsächlich weniger Öl? Ich glaube, die Lösung wäre Dieselöl. Ne? Ja. Also Dieselöl ist ja im Moment sozusagen preiswerter als Sonnenblumenöl. Und ich finde, man sollte sozusagen testen, ob man nicht vielleicht mit einem kleinen neuen Beigeschmack Dieselöl verwenden könnte. Immer, du machst dich lustig. Ne? Es gibt in dieser Gegend hier im Kölner Norden so viele Menschen, die haben jetzt in den Kellern überall Sonnenblumenöl gestapelt. Ne? Ja. Der Kurt nutzt die Kölner Tafel immer als sportliche Aktivität. Der geht nie normal daher, sondern läuft immer. Ja, was macht er jetzt schlapp? Was ist das denn? Jetzt wollte ich ihn filmen, wie er immer läuft, und jetzt läuft er nicht mehr. Kurt, ich wollte dich jetzt mal filmen, wie du immer läufst. Und die Tafel als Sport. Muss schnell sein. Und jetzt gehst du plötzlich. Ja. Bist du müde? Das nächste Mal, ja. Warum? Ich habe aber einen neuen Sachstand von der Ölfront mitgebracht. Und? Kein Öl da, aber es kommt. Angekündigt Preiserhöhung. Okay. Da läuft er wieder. Öl? Fehlanzeige. Unklar, ob Lieferung in der nächsten Woche erfolgt. Wort Wurstproduzent. Ja. Das war bei Rewe, nicht hier beim Märzenmilch. Nee, bei Rewe um die Ecke. Okay. Bei Rewe lang, genau. Finden wir das selber oder schickst du uns noch die Adresse? Jetzt habe ich schon reingeschickt. Muss einmal aktualisieren, dann ist das drin. Habe ich noch nicht gesehen. Okay, guck ich. Nach den beiden langen. Ja, so ja, okay, guck ich. Ja, okay. Ja, danke. Super. Tschö. Danke. Wo kommen wir gerade her, Kurt? Von Märzenich, das sieht man doch. Ja, und ich muss jetzt raus, weil du am Kauen bist, weil wir müssen nämlich zu Wurst und Fleisch Schmitz
ist eine neue Location für uns. Das und der Kurt kann nicht ja gehen, weil er kaut. Ich gleich mit lauter Zucker am Mund und im Mund. Ja, das passt nicht. Wursteinforderung. Das sind viele, ne? So, davon haben wir jetzt gerade wie viele Kisten eingepackt? 17. 17 Kisten. Wie viel Kilogramm ist das? Du musst das jetzt ja 17. angeben, ne? Also ich schätze 150. Komisch, ne? Wieso? Ich schätze, dass das eine komplette Spende ist. Eine Spende, ne? Ja. Ja, wo sind wir hier? Wir sind jetzt in Köln-Ostheim. Und das ist schon noch eine ganz andere Nummer hier als in Korweiler. Ja, wie der Name schon sagt, Ostheim. Wir sind hier sozusagen im Osten der Stadt Köln. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber könnte schon sein. Und wir sind hier bei einer neuen Auslieferungsstelle. Gestern war in den Tagesthemen und ich glaube vor 2 oder 3 Tagen auch nochmal. Jeweils ein Thema, die Tafeln in Deutschland, und der Tenor war, dass eigentlich immer mehr Menschen bedürftig werden, dass es wirklich einen eklatanten Zuwachs an Bedürftigkeit da ist und gleichzeitig jetzt in der letzten Zeit durch den Ukraine-Krieg ja weniger Lebensmittel da sind, ne? Und das haben wir jetzt hier gerade hier in Köln-Ostheim bei dieser Ausgabestelle ja, erleben können, was zurzeit Sache ist. Ja, die Engagierten hier erzählen, dass nicht nur per se mehr Leute nachfragen, sondern es kommen auch ganz viele Leute, die aus der Ukraine stammen, plötzlich hierher, um Lebensmittel zu bitten. Und so viel, wie sie gar nicht bewältigen können. Das ist ein kleiner Verein, der sich vor einigen Jahren hier gebildet hat, Happer Happer. Und die betreiben das sozusagen als eine Art Eigeninitiative. 500 bis 600 Personen respektive Familien werden über diesen Verein besorgt. Ja, aber durch die Ukraine-Krise und den Krieg und die Flüchtlinge waren letzte Woche, hat er mir gesagt, haben die 1200 Ausgaben gemacht. Ja. Und hinter diesen 1200 Ausgaben, hat er nochmal betont, das waren die Personen, die es abgeholt haben, ne? Waren immer noch Familien, die da dran hängen. Ja. Wir stehen hier in so einer ganz normalen Straße im Grunde, ne? Aber hier sollen 1200 Leute gestanden haben. Und er sagte auch, das hast du auch gehört, dass so viel erbeten wird, wie gar nicht da ist, sodass der Verein sozusagen über vorhandene Spenden ganz viele Lebensmittel zukauft, um dann halt die Leute halt zumindest ansatzhaft zu bedienen. Ja, der fährt mit seinem eigenen Auto. Einer von den Leuten ist heute Morgen zu Aldi, zu verschiedenen Aldis gefahren und hat irgendwelche Grundnahrungsmittel zugekauft, ne? Aber die mussten das auch noch alles voll bezahlen. Also nicht etwa irgendwie mal so eine Spende von Aldi oder so. Die waren jetzt hauptsächlich bei Aldi. Das finde ich ja schon auch ein bisschen, ne? Aber diese ganze Nummer mit Sonnenblumenöl, ne? Die verblasst ja vollkommen vor dem, was eigentlich sonst angesagt ist, ne? Also da kaufen die Leute Sonnenblumenöl, um im Sommer auch noch Sonnenblumenöl zu haben. Und es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die wirklich echte Not haben. Ne? Ja. Und so viel mehr. Das ist richtig. Unsere Witze über Sonnenblumenöl, die lösen sich hier komplett auf, weil sozusagen man hier eben echte Not dann auch plötzlich erlebt. Also Leute, ne, lass es einfach bleiben mit diesem Horten und diesen Lagerkäufen irgendwie. Es ist, gibt lieber Geld und spendet bei den Ausgabestellen der Kölner Tafel oder der Tafeln in allen möglichen Städten und gibt denen die Lebensmittel. Die brauchen es wahnsinnig dringend. Ne? Ja. Also das haben wir jetzt wirklich ganz eklatant hier mitbekommen. Kacke. Ja. Gott.
glaube, unsere regelmäßigen Podcast-Gucker, ne, die verstehen jetzt, glaube ich, was nicht. Ne? Weil wir sind doch immer in Chorweiler. Genau. Und jetzt waren wir in Köln-Ostern. Genau. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, die ich erzählen kann, aber die ich auch nicht verstehe. Nee, die verstehen die hier auch nicht. Okay. Ne? Weil nämlich okay. Immerhin, wenn ein Monat eine fünfte Kalenderwoche hat, macht nur die Ausgabestelle in Köln-Korweiler, machen die eine Woche Pause. Ja, dabei müssen wir uns jetzt wahrscheinlich Gedanken machen über all die Abholer, die heute sozusagen unverrichteter Dinge da stehen und hungern müssen. Aber ich habe jetzt gerade noch mal mit einem der Organisationsmitarbeiter hier gesprochen. Das, was in den Tagesthemen über die Kölner Tafel, nicht die Kölner, die Tafel in Deutschland berichtet worden ist, das ist hier in Köln nicht der Fall. Ne? Okay. Es gibt tatsächlich deutlich mehr Bedürftige, die sich angemeldet haben, aber die Spendenbereitschaft ist enorm hoch, also eigentlich höher darüber. Ja. Also das heißt, ein Problem, dass sie weniger Lebensmittel einsammeln können, gibt es hier überhaupt nicht. Ja. Du hast ja auch diese Unmenge bei den Spendern gesehen, also bei Rewe zum Können Beispiel. Wir ja das konnten wir ja gar nicht bewältigen. Ne? Genau. Also das ist ja auch toll. Ne? Ist ja im, ich